Die Sims-Entwickler hauen mehr als nur regelmäßig Inhalte raus und trotzdem kann es für uns nie genug sein. In diesem Video möchte ich einmal aufarbeiten, was bis heute noch für die Sims 4 fehlt. Kleine Quizfrage, was denkt ihr denn, wie viele Packs es derzeit für die Sims 4 gibt? Es ist fast unglaublich, aber es sind 79 Stück und trotz all diesen vielen Packs gibt es immer noch so Dinge, die ich mir unbedingt für die Sims 4 wünschen würde. Als erstes muss ich sagen, mir fehlen die Gameplay-Packs aktuell wirklich sehr. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es allgemein irgendwie so merkwürdig. Zuerst waren die Accessoire-Packs nach paranormale Phänomene unfassbar lang weg. Dann kommen die Entwickler urplötzlich nach 7 Jahren auf die Idee, einen neuen Pack-Typ, aka die Sets, ins Spiel zu bringen, auch komisch. Am Anfang von The Sims 4 haben wir uns darüber aufgeregt, dass die Erweiterungen so selten kommen. Jetzt kommen sie in letzter Zeit wirklich sehr viel. Ich meine, im letzten Jahr hatten wir ganze 3 Stück, das ist wirklich absoluter Rekord. Aber dafür sind jetzt einfach die Gameplay-Packs abhanden gekommen. Das letzte war Werwölfe, ist jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre her. Und gerade fehlt mir dieser Pack-Typ, den es vor The Sims 4 noch gar nicht gab, irgendwie total. Ich glaube, EA hat wirklich gemerkt, dass wenn man nur ein bisschen mehr Geld investiert, man dann einfach den Preis im Vergleich von einem Gameplay zu einem Erweiterungspack doppelt so hochschrauben kann. Und jetzt mal unter uns, die neueren Erweiterungen haben ja auch so maximal 25% mehr im Vergleich zu so einem Gameplay-Pack. Und an sich bin ich ja jetzt auch gar nicht so böse, dass in letzter Zeit so viele Erweiterungen kommen. Es gibt da ja definitiv Schlimmeres, aber ich habe das Gefühl, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Umfang einfach bei den Gameplay-Packs, gerade bei den neueren, irgendwie besser gepasst hat als bei den aktuellen Erweiterungen. Wo bleiben eigentlich zum Beispiel die Feen, die von so vielen gewünscht werden? Dann hätten wir mehr oder weniger auch alle wichtigen Kreaturen durch. Und vielleicht nochmal so ein Gameplay-Pack zu den Bands oder so könnte ich mir gut vorstellen. Das würde in diesen Gameplay-Pack-Rahmen sehr gut reinpassen. Dann als nächstes von mir heiß gewünscht, richtige Events. Ja, wenn ihr gerade erst mit The Sims 4 angefangen habt, dann kennt ihr jetzt nur dieses komische Einlog-Event, was bei mir im Spiel immer noch nicht live ist. Ich habe das Gefühl, die halbe Community lacht darüber, aber wenn wir uns jetzt mal in die Vergangenheit zurückversetzen, ganz am Anfang von The Sims 4 gab es so coole Oldschool fast schon Events wie die Boosterwochen. Da haben die Sims bestimmte Fähigkeiten schneller gelernt. Dann gab es die Pflanzen-Sim-Herausforderungen, einfach ein ganzer Kreaturentyp herumgebaut, um so ein kleines, zeitlich begrenztes Event. Oder auch ein bisschen neuer, die Sim-Sessions haben mir im Nachhinein im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, auch relativ gut gefallen. Die haben irgendwie noch richtig Spaß gemacht und sich sinnvoll angefühlt im Vergleich zu diesem komischen Einlog-Event, wo man das Gefühl hat, dass EA eigentlich nur die Spielerzahlen möglichst hochhalten will. Auch eine Sache, die wir bei The Sims 4 mittlerweile schmerzlich vermissen, sind regelmäßige Content-Updates. Ja, ihr werdet es mir nicht glauben, aber es gab mal eine Zeit bei The Sims 4, wo wir mehr oder weniger fast jeden Monat ein größeres Update mit mal ein paar neuen Gegenständen, aber auch besonders neuen Gameplay-Features, neuen Gameplay-Systemen erhalten haben. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, seitdem The Sims 4 gratis geworden ist, haben die Entwickler einfach aufgehört, regelmäßig so größere neue Updates rauszuhauen. Ich meine, selbst die Sims Delivery Express Inhalte kommen wirklich nicht gerade regelmäßig, wo auch vor einer Weile mal gemeint wurde, dass die jetzt jeden Monat kommen sollen. Ich will mal nicht so sein. Es ist natürlich so, The Sims 4 hat mittlerweile schon sehr, sehr, sehr viel gratis Inhalte bekommen. Aber wenigstens zu einem Release von einer größeren Erweiterung könnten sich die Entwickler ja mal erbarmen und da kostenlos Features für alle implementieren. Ich meine, früher, zu Zeiten von der Erweiterung, war immer die Hochphase von einem Update. Da gab es dann teilweise sogar 2 bis 3 wirklich massive Features, die da so reingekommen sind. Ganz kurz, bei meinem Partner Instant Gaming gibt es viele verschiedene Erweiterungen und auch ganze Spiele deutlich günstiger, teilweise um bis zu 50%. Als nächstes ein Farbregler für Frisuren. Klar, dieses Feature wäre noch cooler, wenn es für alles in The Sims 4 gehen würde, aber das ist leider sehr unrealistisch mittlerweile. Einfach umzusetzen wäre es aus meiner Sicht aber wirklich bei den Frisuren. Wir haben ja schon die weiße Farbalternative als Basis, die könnte dann vom Spiel mit einem Farbrad eingefärbt werden. Und ich meine, dieses System gibt's ja sogar schon im Spiel. Wenn wir uns mal an die Make-up-Regler erinnern, die mal mit einem Update dazugekommen sind, das ist ja quasi genau das gleiche Prinzip, was man einfach nur über die Frisuren drüber stülpen müsste. Also ich denke, es würde funktionieren. Ich glaube, jetzt muss ich mal den Elefanten im Raum ansprechen. Ich will definitiv wieder diese coolen kleinen Details in den verschiedenen Packs.
die Entwickler fügen gefühlt immer nur wirklich das Offensichtlichste und Gröbste bei so einem Pack hinzu. Und es gibt aus meiner Sicht einfach super wenig kleine Details, die man auch erst nach mehreren Spielstunden irgendwie mitbekommt oder wofür man besonders aufmerksam sein muss, damit man kleinere Features irgendwie findet. Das ganze Grundprinzip, wie The Sims 4 funktioniert, ist mittlerweile so einfach. Der beste Beweis dafür hat sogar ein Entwickler mal selber auf Twitter geliefert. Er hat nämlich verraten, warum es mittlerweile keine versteckten Grundstücke mehr im Spiel gibt, so wie es die noch im Basisspiel oder mit Outdoor-Leben gab. Und zwar werden die versteckten Grundstücke schlicht und ergreifend einfach von zu wenigen Spielern gefunden und deswegen konzentrieren sich die Entwickler lieber da auf andere Features. Aber viel wichtiger wären natürlich noch so Dinge wie eine offene Welt oder Autos für The Sims 4, aber ich glaube, beides ist mittlerweile sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir das noch bekommen. Habt ihr denn so ein zentrales Feature, was ihr euch unbedingt für The Sims 4 wieder zurückwünschen würdet? Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.